Ich glaube Ihnen kein Wort. Fragen Sie ihn selbst. Das ist doch nur wieder eine Ihrer Intrigen. Was auch immer Sie damit bezwecken Nie wollen. Nie im Leben hätte Lucas das Geld freiwillig zurückgegeben. Ihrem Süßen steht das Wasser bis zum Hals. Meinem Süßen? Sie sind ja nur eifersüchtig. Auf Sie? Sie nehme ich doch nicht mal ernst. Lucas hat mir erzählt, dass Sie in ihn verliebt sind. Und er findet es übrigens richtig nervig, dass Sie ihn ständig anbaggern müssen. Dann soll er sich mal nichts darauf einbilden. Bilden Sie sich mal lieber nichts darauf ein. Auch wenn Sie mir noch so viele absurde Geschichten auftischen. Mein Vertrauen in Lucas erschüttern Sie damit nicht. Nein, das schafft der Schnuckel schon von ganz alleine. Hier, als kleines Trostpflaster für Ihre vergebene Liebesmühe. Herr Menzel, eine gute Heimreise wünsche ich Ihnen. Der Franz bringt Ihr Gepäck zum Auto und bis zum nächsten Jahr. Dankeschön. Auf Wiedersehen. Herr Sonnenbichler? Tanja. Hallo. Na, haben Sie den gestrigen Abend gut überstanden? Aber ich muss zugeben, es war doch eine sehr gute Idee von Ihnen. Ja, dann halten Sie Frau Marinelli jetzt nicht mehr für gefährlich. Ich bin auf jeden Fall viel offener, ihr eine zweite Chance zu geben. Sehr gut. Aber warum ich eigentlich hier bin, ich hätte ein Attentat auf Sie vor. Könnte ich vielleicht ein, zwei Wochen länger bleiben? Ihre Frau hat auch schon Ja gesagt. Tanja, Sie können bei uns bleiben, solange Sie wollen. Sie sind herzlich willkommen. Ach, danke. Ich habe nämlich Fabians Vater gefunden. Ach, etwa tatsächlich auf dem Waldfest? Ja. Wir haben uns jetzt schon ein paar Mal getroffen, haben mittlerweile schon das Gefühl, als würden wir uns eine Ewigkeit kennen. Und hat der Herr Papa auch einen Namen? Natürlich, Vinzenz Kraft. Kennen Sie ihn? Der Vinzenz. Na schau her. Er ist in der Trachtentanzgruppe. Ein Bild von Mann. Und jetzt wollen Sie beide sich ein bisschen näher kennenlernen? Genau. Aber vor allem würde ich gern Fabian aus Italien holen und ihm seinen Vater vorstellen. Ach, haben Sie es ihm denn schon gesagt? Ich würde ihn jetzt nicht so. Also, der muss sich ja erstmal an mich gewöhnen. Ja, ja, dann wünsche ich Ihnen, dass alles so klappt, wie Sie sich das vorstellen. Ja, danke. Herr Doktor, kann ich was für Sie tun? Nein, danke. Sind Sie im Nebenjob Spion oder was? Bitte verzeihen Sie. Also, normal ist es nicht, gell? Zu laut. Ja, ist doch wohl schon das zweite Mal, dass er ganz zufällig mithört. Was geht denn in meinem Familienleben eigentlich an? Hat er kein eigenes? Ja, ist ja gut. Ist trotzdem komisch, was das jetzt sollte. Was bildet diese blöde Kuh sich eigentlich ein? Glaubt sie wirklich, sie kann sich zwischen Lucas und mich drängen? Ihr muss doch klar sein, dass ich ihm alles erzähle und die Wahrheit sowieso ans Licht kommt. Die Engel ist intrigant, aber nicht dumm. Was, wenn an ihrer Behauptung doch etwas dran ist? Nein, so sehr kann ich mich in Lucas nicht täuschen. Er ist kein Lügner. Hallo Mama, hast du Lust, einen Kaffee trinken zu gehen? Ich könnte ein bisschen Ablenkung gebrauchen. Ich bin schon wieder auf dem Weg nach München. Wieso das denn? Ein Gast hatte einen Shuttle zum Münchner Hauptbahnhof bestellt. Da konnte ich spontan mitfahren. Das ist wegen Werner, oder? Auch. Du hast gesagt, du brauchst Ablenkung. Wovon? Ist was mit Lucas? Habt ihr euch gestritten? Nein, Quatsch. Alles in Ordnung. Ich hätte dich nur gern noch gesehen, bevor du fährst. Wir sehen uns doch bald wieder. Entweder komme ich zum Fürstenhof oder du besuchst mich in München. Okay. Von mir aus kannst du deinen Lucas auch mitbringen. Ja, mal sehen. Ich melde mich dann wieder bei dir. Ciao. Was hätte ich ihr sagen sollen? Ich weiß ja selbst nicht, woran ich bei Lucas bin. Hat er mich nun belogen oder nicht? Guten Appetit. Toll.
tanzen richtig gut. Das kommt immer auf die Partnerin. Entschuldigung. Keine Angst. Ich halte dich fest. Was ist denn so interessant an dem Kleinen von Frau Liebert? Eine große Flasche Wasser zum Mitnehmen, bitte. Gerne. In welcher Sphäre schwebst du denn? Sie will das Kind holen. Welches Kind? Meins. Sie denkt, sie hat den Vater gefunden. Ach, Tanja weiß, dass du es bist. Nein, sie denkt, es ist irgendein Bursch aus Tölz. Ja, Gratulation! Damit bist du aus dem Schneider. Wie kann sie mein Kind den erstbesten Dorftrottel unterschieben? Es kann dir doch egal sein. Ist es aber nicht. Eine Flasche Wasser, bitteschön. Danke. Du hast ein Kind, das du nicht möchtest? Und fühlst doch nicht, dass ein anderer der Vater ist. Offensichtlich hast du ein Problem. Den Energieball vergrößern und die Hände wechseln. Schön auf die Zeigefinger schauen. Einatmen und wieder zurück. Ich bin gleich wieder da, ja? Schön weitermachen und langsam. Hey, Hendrik. Wieso darf Marie dich nicht zur WM begleiten? Du hast dir nicht mal einen Grund genannt. Sie hat fast geweint. Du hast ein Problem, oder? Wieso lässt du Marie überhaupt bei uns wohnen, wenn du sie dann so abservierst? Weil sie einen Platz zum Schlafen gebraucht hat und wir hatten Platz. Ach, wenn ich sie mitgenommen hätte, vielleicht. Aber dich liebt sie immer noch. Und das weißt du auch. Das Einzige, was ich weiß, ist, dass mir eure ständige Rumnörgelei auf den Senkel geht. Entweder bist du's oder die Engel. Lass mich doch einfach in Ruhe. Lass du Marie nicht so hängen. Das hat sie nicht verdient. Ich gehe zum Training. Du bist ein feiger Hund, Hendrik, weißt du das? Marie kann froh sein, wenn du morgen verschwindest. Hendrik. Viel Glück bei der WM. So, ich bin schon wieder da. Und wir sammeln das Team im unteren Tartier und gehen gleich über zum Drunken Master. Ich liebe meine Tochter. Und deinen Sohn? Vor 3 Jahren. Was soll ich das sagen? Ich habe diese Frau getroffen, wir haben etwas getrunken, eins kam zum anderen. Für mich musst du das nicht erklären. Ich hatte auch meinen Spaß. Aber nie mit solchen Konsequenzen. Jedenfalls habe ich Tanja seitdem nicht mehr gesehen. Sie bedeutet mir nichts. Im Gegensatz zu deinem Sohn? Seitdem ich weiß, dass sie ihn herholen will. Er ist dann keine unbekannte Größe mehr. Verstehst du? Dann steh zu dem Kind. Und Charlotte. Ja, ist doch egal. Damals kannte ich noch gar nicht. Lukas, es geht hier nicht um Eifersucht. Wenn Charlotte mich sieht, wie ich meinen Sohn in den Arm nehme, wird sie mich verlassen. Warum sollte sie? Sie hat selbst 2 Söhne. Weil Charlotte glaubt, ich würde noch gerne weiteren Nachwuchs haben. Und sie kann nicht mehr. Und, fühlst du? Ich liebe Charlotte. Verzeihung, ich störe euch nur sehr ungern. Aber ich muss dich dringend sprechen. Wie sofort? Um was geht's denn? Um Frau Engel. Sie hat mir etwas erzählt und ich möchte wissen, ob es stimmt. Ich wollte sowieso los. Bis dann. Tja, also bei mir stapelt sich die Arbeit am Tisch. Ich hatte es nicht Zeit bis heute Abend. Ich erwähne Frau Engel und du bist auf der Flucht? Nein, ich habe deinem Vater versprochen, dass ich mich reinhängen werde. Ich möchte dich enttäuschen. Die 70.000 Euro. Hast du dich freiwillig zurücküberwiesen? Oder hat deine Mutter dich dazu gezwungen?